In diesem Video wollen wir das Skalarprodukt von zwei Vektoren geometrisch interpretieren und was wir dafür brauchen, ist die Normalprojektion. Bei der Normalprojektion projizieren wir einen Vektor auf einen anderen und erhalten so einen neuen Vektor. Hier zum Beispiel projizieren wir den Vektor w auf den Vektor v und bekommen so diesen Vektor. Wir unterscheiden zwischen drei unterschiedlichen Fällen, nämlich den Fall, wo wir einen Spitzenwinkel zwischen den Vektoren haben, den Fall, wo wir einen rechten Winkel zwischen den Vektoren haben und den Fall, wo wir einen stumpfen Winkel zwischen den Vektoren haben. Wir schauen zu unserem Arbeitsblatt. Wie kannst du den Vektor w verändern, ohne dass sich das Skalarprodukt v mal w verändert? Wir wissen von der Normalprojektion, dass wenn wir zwischen v und w einen spitzen Winkel haben, diese Formel gilt. Und wir wollen jetzt den Vektor w ändern, aber dieses Skalarprodukt soll sich nicht verändern. Naja, das ist dann genau dann, das bleibt genau dann gleich, wenn der rechte Ausdruck von der Formel gleich bleibt. Also bleiben die Längen von v und von dem Vektor, der durch die Normalprojektion entsteht, gleich. Bleibt also auch v mal w gleich. Was ist eigentlich dieser Vektor, der durch die Normalprojektion entsteht? Ich habe den hier in Rot eingezeichnet. Also wenn du diesen Vektor auf den Vektor v projizierst, entsteht dieser Vektor. Und wir wollen jetzt also, dass die Länge von v gleich bleibt und dass dieser Vektor gleich bleibt. Das heißt, wir müssen jetzt andere Vektoren finden, die auch bei der Normalprojektion diesen Winkel ergeben. Naja, wenn wir jetzt diese Linie verlängern, können wir ganz viele verschiedene Vektoren einzeichnen, zum Beispiel den da. Und wenn wir diesen auf v projizieren, bekommen wir wieder das als Ergebnis. Oder wenn wir so einen Vektor einzeichnen, immer bis zur rosaroten Linie und den auf v projizieren, bekommen wir wieder das. Du kannst jetzt also beliebig drei verschiedene Vektoren a, b und c wählen, die du einzeichnest. Ich zeichne jetzt zum Beispiel den ein oder den. Und wenn du jetzt nochmal kontrollierst, der Vektor v ist unverändert geblieben, also die Länge bleibt gleich. Und wenn du diesen Vektor auf den Vektor v projizierst, bekommen wir wieder das als Normalprojektion. Und dasselbe gilt auch für diesen Vektor. Also haben wir zwei neue Vektoren gefunden, bei denen das Skalarprodukt trotzdem gleich bleibt. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.